Das ist der Hof Wiesbad. Wiesbad ist im Appenzell. Und da wiederum liegt zwischen New York und Tokio. Und das bin ich. Ich mache gerade die Teilung für meine Mitarbeiter. Schließlich haben wir ja auch verschiedene Gästebereiche, die bedient werden müssen. Ganz modern, der Blickflauder, elegant und klassisch, die Veranda, gemütlich und rustikal, die Schotten-Selbststube und unser Bistro- und Barbereich. Das sind übrigens meine Mitarbeiter. Sie sind alle sehr fleissig. Und das ist Melina. Sie ist gern da. Ich bin gern da. Heute muss ich neben dem regulären Service auch noch einen neuen Mitarbeiter einarbeiten. Oberste Priorität, unseren Schützling Wissen kompetent und leicht verdaulich weiterzumitteln. Messer. Gabel. Gast. Sally. Bei uns ist immer etwas los. Dementsprechend ist es uns auch ein Anliegen, den Mitarbeitern einen gewissen Ausgleich zu ermöglichen. Wir haben Zugang zum Bad. Das ist die Sauna. Und das ist unser Fitnessraum. Dort dürfen wir überschüssige Energie loswerden. Und wenn du mal eine Pause brauchst, haben wir auch einen Ruheraum. Damit das Ambiente auch stimmt, haben wir einen nigelnagelneuen Essbereich bekommen. Hier servieren wir das beste Mitarbeiteressen der ganzen Schweiz. Das behauptet zumindest unsere Küchenchefin. Ist nie so gut wie bei uns. Die Auswahlmöglichkeiten sind gross. Das ist unsere Salatdecke. Hier gibt es den Hauptgang und das ist die Veggie-Alternative. Das ist ein Kühlschrank. Der ist voll mit Dessert. Jeden Sonntag gibt es frischen, feinen Zopf. Und natürlich haben wir auch eine Kaffeemaschine. Sie hat einen Touchscreen. Gutes Essen, gemütliche Atmosphäre und einen guten Kaffee. Vielleicht hat es Katie auch gar nicht so unrecht. Und falls sich unsere Mitarbeiter irgendwann dennoch unterfordert fühlen und sich weiterbilden möchten, dann helfen wir auch sehr gerne dort weiter. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen und zu entdecken im Hof. Ich würde sagen, komm doch einfach vorbei und überzeug dich selber. Und wenn es passt, dann darfst auch gerne du ein Teil von unserem Team werden.